Dunkle Grüße und willkommen zurück zu The Sinking City. Ungewöhnlich direkt im Menü in der Fallmappe, denn wenn man drüber nachdenkt und nochmal genau über diesen Text hier liest, der letzte Schritt. Ich sollte alles erledigen, was ich zu erledigen habe, und danach auf mein Zimmer zurückkehren im Devil's Reef Hotel. Heißt für mich eindeutig, das Ende kommt heute. Und aus diesem Grunde noch eine Stunde Schweigeminute. Ja, eine Stunde lang Schweigeminuten, also 60 Schweigeminuten, ab jetzt. Okay, reicht wird auch schon, das ist ein bisschen langweilig. So oder so, heute wird es wohl dazu kommen, dass wir Cthulhu vielleicht oder vielleicht auch nicht in die Welt zurückholen. Mal schauen. Wir wissen ja alle, in Call of Cthulhu habe ich es getan zum Schluss, weil es einfach lustig ist. Und per se, auch wenn man hier irgendwie insgesamt mehr mit allem drum und dran konfrontiert ist gefühlt, als in Call of Cthulhu mit dem ganzen Mythos. Das heißt, ja, nein. Ich spiele seit länger, es kommt einfach bloß so vor, ich weiß ja nicht genau. Auf jeden Fall, der Name Cthulhu selbst, glaube ich, fiel bei Call of Cthulhu gar nicht so richtig. Und hier bisher auf gar keinen Fall. Also, der Name kommt nämlich einmal in den Mund von irgendwem. Ketiguna, ja, und so weiter, blablabla. Ich glaube, Leviathan wurde auch schon genannt in diesem Spiel. Aber das war es auch schon. Oha. Und daher haben wir auch noch nichts davon gesehen oder gehört. Also müssen wir es doch eigentlich aktivieren zum Schluss. Was auch immer ich... Okay, er wird langsam bündig bekloppt. Das Ding ist mir, glaube ich, nicht so richtig aufgefallen, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Naja, so oder so. Gut, hört mir auf. Das geht so nicht. Hallo, guter Mann. Ich brauche Hilfe. Ich behalte Sie im Auge, Neuankömmling. Habe ich gemerkt gerade. Hätte ich jetzt den guten Mann von eben gerade nicht umgebracht gehabt, ob dann wohl die Maya-Priesterin da aufgetaucht wäre oder sonst jemand? Man weiß es nicht so genau. Ein bisschen Medikamente schlucken. Bessere Schlafschläge. Egal wie viel von der Medizin ich nehme, die Visionen... Oh. Geht doch. Ich dachte schon, ich kann das nicht mehr abbrechen. Ja, dann würde ich mich auch gerne ausruhen. Wie ruhe ich mich aus? Ich meine, im echten Leben weiß ich's. Hier ist gerade nicht so richtig funktionieren. Kenn ich das schon? Ja, kommt bekannt vor. Nein! Oh! Hätte ich vielleicht vorlesen sollen. Geht immer noch. Oh, was anderes aber jetzt. Ach, verdammt! Egal, alles auf einen Blick. Die Ursache für den sich ausbreitenden Wahnsinn ist die Tochter des Schläfers, die in Ketiguna eingesperrt ist. Einem schauerlichen Gefängnis unterhalb von Oakmont. Nur Träger der Saat können Ketiguna betreten und die Tore des Gefängnisses öffnen oder für einen weiteren Zyklus schließen. Der Monolith im Zentrum des Bezirks Advent ist der Zugang zu den Gewölben von Ketiguna. Um ihn zu öffnen, muss ich das Siegel mit drei steinernen Fingern Kauils vervollständigen, die aus drei Monolithen in der Stadt herauswachsen. Dabei handelt es sich um den zentralen Monolithen und zwei weitere Monolithen, deren Standort die Feueranbeter kennen. Also von wegen ausruhen, ich muss ein paar Hinweise sammeln, die mir hier ins Zimmer gelegt wurden. Habe ich Gedankenspiele jetzt bekommen? Also... Da, passt doch zusammen, oder ich könnte überleben, ganz genau.
Muss also wieder Dinge suchen jetzt endlich hier. Gibt's doch nicht. Dadurch geht jetzt nach oben, ruhe mich aus und werde automatisch in die letzte Mission rein. Katapultiert. Advent muss ja hier sein, ne? Da war ja auch sowas gewesen. Zack. Aber ich habe da noch gar keine Finger und so. Wisst ihr, ach mal, ich habe neue Quests hier drin, wa? Alter Falter. Achso, das sind aktuelle Sachen, die ich auch selbst schon... Wollte ich jetzt hier alles vorlesen? Aber jetzt bin ich gespannt, das sind tatsächlich bloß Informationen jetzt, die ich dann gelesen habe. Über Dinge, die ich beeinflusst habe. Eigentlich ja fast interessant, aber... Mir ist gerade ehrlich gesagt nicht danach, das zu lesen. Passt mal auf. Das ist wieder alles weg. Der Wille macht kurz Pause. Zack. Und kann sich selber durchlesen. Zack. Hier haben wir Pause gemacht. Hier haben wir Pause gemacht. Und dann liest eben selbst, was da im Text steht. Für Interesse. Ich selbst kann es auch nochmal tun. Im Nachhinein. Hier bei... Stimmt, das, was ich im Trailer sah zu dem Carpenter, das hat sich immer noch nicht bewahrheitet und umgesetzt hier, lustigerweise. So. Wissenschaftler tot. Auch nochmal pausieren vor euch hier. Und Wahnsinn breitet sich aus. War da was mit EOD gewesen? Das ist da schon. Jetzt haben, glaube ich, alles, was ich gerade gesammelt habe, nochmal hier pausiert zum Nachlesen für euch bei Bedarf. Mir schwebt gerade echt nicht der Sinn danach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt darauf nicht eingestellt, einen Textschwall zu bekommen, wenn ich das Spiel anfange. Ich dachte, ich gehe jetzt direkt quasi in die Endsequenz rein. Wie gesagt, und das ist jetzt nicht passiert, deswegen bin ich gerade überhaupt nicht emotional, überhaupt nicht imstande, was groß vorzulesen. Das geht einfach nicht. Das haut nicht hin. Aber wie gesagt, oder wie ihr es ja gemerkt habt, ihr könnt euch das gerne bei Bedarf selber nochmal durchlesen. Seid dann schlauer als ich, letztendlich zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und das ist auch was Tolles, ne? Ich meine, wann hat man schon mal die Chance, schlauer als ich zu sein, ne? Denkt drüber nach. Das ist nicht so oft der Fall. Nie eigentlich. Niemals. Geht gar nicht. Aber in diesem einen Falle, zumindest in Bezug auf Belesenheit, ja, ist das möglich. Tja, ist die Frage, muss ich durch die Kirche durch oder muss ich... Weil ich glaube, da komme ich gar nicht rauf, so wie es aussieht. Das ist ja überall dieser steile Felsen. Straßen sind auch sehr leer und nicht nachgeladen. Jetzt hat sich's erledigt. Trotzdem noch relativ leer. Sonst was voller. Du bist einigermaßen hell, gerade fällt bereits so auf, ne? Ist selten, dass man mal hier so gut Sonne und so weiter sehen kann in dem Spiel, in der Stadt. Na, ja, offenbar durch die Kirche durch. Na, naja, egal. Also, Friede, Freude, Eierkuchen? Will man das Spiel damit jetzt andeuten? Oh, komme ich hier rauf? Aha, doch hinten rum, siehste. Siehste, siehste. Doch so trieste in der Wieste. Ist doch zufälligerweise so ein kleiner Trampelpilgerpfad hier. Oh. Kommt doch noch zur Kirche rauf. Naja, okay. Dachte, ich komme jetzt direkt zum Monolithen, aber nix ist. Wieder nachladen. Haben wir lange nicht gehabt. Tut mal wieder Not. Aber hier war ich doch schon mal drin gewesen, oder? Ja, damals sah es anders aus. War ich hier wirklich schon mal drin gewesen? Was wird es wirklich so anders aussieht hier und... Überhaupt und sowieso. All jene, die innerlich rein sind, sollen bei seinen Füßen ihre letzte Ruhe finden. Ihre Seelen werden frohlocken und auf ewig mit den Angels singen. Aber wer ist denn das da vorne? Vor allem sieht ein deutlich mal größer als ein normaler Mensch aus. Ach, eine Falle, toll. Die Dinger, die ich nie benutzt habe. Man guckt sich mal die Skelette vor dem Teil an und dann das Teil selbst, nicht? Nee, ich will eigentlich das Ding ballern. Ah, mein Verstand geht runter. Ist okay. Sieht ein bisschen so aus, als wenn gerade zwei Augen mich angucken würden. Da und da. Das ist pure Einbildung. Denn auch ich werde langsam wahnsinnig.
Mein Verstand regeneriert sich sehr langsam gerade. Der Kanister wurde nicht richtig verschlossen und es befindet sich noch etwas Benzin darin. Er scheint erst vor kurzem geöffnet worden zu sein. Das heißt, alles hier wird brennen. Lasst euch läutern. Die Zeit ist gekommen, Brüder und Schwestern. Wir müssen uns läutern lassen, bevor wir der neuen Welt entgegentreten. All unseren Kummer und all unsere Leidenschaften müssen wir auf dem Weg in ein neues, unbeflecktes Leben zurücklassen. Erscheint zur Läuterung in der St. Michaeliskirche des brennenden Dornenbusches. Ich nehme an, das ist hier. Stand ja ursprünglich da. Hier ist jemand. Hast du mich vielleicht erschreckt? Entschuldigung. Bist du auch zu spät zur Läuterung gekommen? Ja, nein, ja. Ich hab da keine Antwort drauf auf deine Frage. Tut mir leid, ich muss mal die nächste Beste nehmen. Mein Name ist Charles Reed. Und Sie sind? Meryl. Aber rede mich einfach mit Schwester an. Wir sind doch schließlich alle eine Familie, nicht wahr? Ja. Sag mal. Warum schauspielst du nicht ein bisschen hier? All deine Fragen, all deine Sachen, die ich auswählen kann, die schreien danach, ich weiß gar nicht, was hier los ist, wer bist du, was, ich bin fremd, bring mich ruhig um, denn ich bin ein Feind von dir. Ist Ihnen an diesem Monolithen eine Stelle aufgefallen, aus der ein Stein herauswächst? Ich habe nämlich nichts dergleichen gesehen. Ah, ich weiß, was du meinst, Bruder. Die Stelle befindet sich unten am Monolithen, hier im Untergeschoss. Aha, und doch noch die Frage stellen müssen, verdammt. Was ist hier passiert? Die Läuterung. Der Zyklus ist abgeschlossen und schon bald beginnt er von vorn. Ach, schön. Daher müssen wir uns durch das Feuer läutern lassen. Warten Sie. Wollen Sie damit sagen, dass Sie sich das selbst angetan haben? Erfüllt von Freude, Bruder. Freude. So lange haben wir diesen Augenblick herbeigesehnt. Und schon bald wird der Zyklus von vorn beginnen. Werden wir noch sehen. Innerlich rein werden wir in der neuen Welt wiedergeboren werden. Lass dein altes Leben hinter dir, Bruder. Wage mit uns den Neuanfang. Neuanfang? Wie können Sie sich da so sicher sein? Was, wenn es einfach nur Selbstmord ist? Sollte der Zyklus nicht von vorn beginnen, wären wir dennoch gesegnet. Denn dann bliebe uns die große Katastrophe erspart. Ja. Angels haben uns diese Schrecken in unseren Träumen gezeigt. Dies würde geschehen, wenn die Saat Erfolg hat und die Tochter ihre Freiheit erlangt. Wer würde das schon erleben wollen? Die Saat, das bin ich. Sie sind eine Feueranbeterin, nicht wahr? Wissen Sie, mit welchen Monolithen sich der Zugang unter die Stadt öffnen lässt? Warum willst du das wissen? Tja, wenn ich das sage, sagt sie, oh, böser, böser Mann. Das hier wiederum, ich weiß jetzt, ob der Wahnsinn ein Ende machen, das ist, was sie meint, oder ob das... Ich versuche zu verhindern, dass sich der Wahnsinn weiter ausbreitet. Ein hehres Ziel. Wir haben die Steine, die du suchst, in unseren Träumen gesehen. Pater Nicholas wusste, wie man sie findet. Aber er hat seine Aufzeichnungen unten versteckt, damit nur die Saat sie finden kann. Leute wie du und ich werden da kein Glück haben, Bruder. Aber das ist doch wieder die Saat, die... Eben hat sie noch von der Saat negativ gesprochen, jetzt so, als wenn die einzige Rettung wäre, was ja auch stimmt, weil die Saat ist ja so oder so. Die eine Person, die es entweder retten oder von vorne beginnen, kaputt machen kann, insofern ja. Haben Sie ernsthaft vor, sich zu verbrennen? Ich will den Akt der Läuterung vollziehen, ja. Ihre Entscheidung. Sie sind jung. Und haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Nee, nicht nach meinem Plan. Sie werden ihren Platz in der Welt schon finden. Zyklus hin oder her. Werfen Sie diese Chance nicht einfach weg. Ich muss darüber nachdenken. Sie macht's ja doch nicht. Ich kenne doch Leute wie sie. Persönlich. Das Buch der Heiligen Flamme. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, bei den Flammenzungen und Feuergruben. All jene, die innerlich rein sind, werden zu seinen Füßen ihre letzte Ruhe finden. Ihre Seelen werden frohlocken und auf ewig mit den Angels singen. Die Sünder hingegen werden in der Hölle schmoren, im Heim des heimgesuchten, hinabgesunkenen Teufels, wo silbernes Kopfsteinpflaster die kalten Straßen säumt und den Weg ebnet zu ewigem Leid. Oh, da ist mein Fingerabdruck. So, da haben wir noch was Schönes. Einkaufsliste.
Benzinkanister, mindestens 5. Anzündholz, sorgt dafür, dass es euch auch wirklich nicht trocken ist. Eine große Schachtel Streichhölzer, eine sollte reichen. Versucht, alles vor der Morgendämmerung zur Kirche zu bringen. Ja.